Moin zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outward Definitive Edition. Ich hatte ja eigentlich geplant gehabt, offscreen hier schon mal Richtung Berg zurückzugehen. Aber da ich hier auf dem Weg zur Stadt diesen Händler gefunden habe, beziehungsweise Karawanenleiter, dachte ich, ich fange hier schon an. Denn man weiß ja nicht, ob man nicht hier was Schönes... Es ist nichts Schönes dabei. Das ist schade. Das ist äußerst schade. Naja. Kann man nicht ändern. Dann mal die Sachen hier weg. Wie viele Laternen habe ich denn? Gut. Kriegerelixier benutze ich bestimmt nicht. Wir brauchen gerade nur Geld. Geld, Geld über Geld und Geld. Den werde ich nicht benutzen. Das werde ich nicht benutzen. Die werde ich auch nicht benutzen. Sonst noch was? Gucken wir mal von hier unten. Kugeln, auf keinen Fall. Ich habe noch nie eine Pistole benutzt. Alter Schwede, ich habe fünf Saphire. Also kleine Saphire, aber es sind immer noch fünf. Heftig. Gut. Der kann auch weg. Die Alchemieausrüstungen sind schwer. Das kann ich nicht benutzen. Dann können wir vielleicht gleich direkt wieder zurück zu den Wachtürmen. Habe ich sonst noch was ich nicht brauche? Drei von denen können weg. Die Käfer. Das Jerky. Ansonsten? Hauchwurz kann ich nichts mit anfangen, ne? Schauen wir erstmal. Wie viel Platz haben wir denn jetzt? 90. Was wiegt denn so viel? Ach, guck mal, hier sind noch ganz viele andere Sachen auch. Die habe ich übersehen. Die Tierhäute zum Beispiel. Blausand. Nee. Was sind die Geisteraugen? Die wiegen 1. Wenn ich dann 10 wegpacke, dann wiegen die. Nee, die wiegen. Hier steht ja dran, was sie wiegen. Okay, nee, das haut nicht hin. Die Geisteraugen behalte ich. Die können mich nicht verschimmeln. Aber ich. Die sind viel wert, ne? Ja, verkaufen wir mal. Eisenschrott. Der wiegt eine ganze Menge und ist irgendwie nichts wert. Ja, weg damit. Damit kann ich noch nichts anfangen. Der kann verschimmeln. Damit kann ich nichts anfangen. Der ist viel wert. Wo kommt denn das ganze Gewicht dann her? Oder ist dann gleich schon eine ganze Menge weg? Ach, hier die Mana-Steine, ne? Eigentlich hätte ich die eine Alchemie-Ausrüstung nicht verkaufen sollen. Ich brauche Mana-Steine für Feuersteine, also verkaufe ich die nicht. Was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal, die Schlagringe, die brauche ich ja gar nicht. Eislappen benutze ich gar nicht mehr. Und dann sind wir, glaube ich, jetzt durch, ne? Die Bombe, die wollte ich mal noch nicht verkaufen. Alpha Sandwich nicht benutzt. Das nicht benutzt. Oder was macht das? Wunden über Zeit. Gewährt außerdem Segen Wärme sowie verbesserte Tarnung. Nein, danke. So, jetzt hat er nur noch 5 Silber. Dann haben wir ihm das ganze Geld abgenommen. Dann können wir jetzt aber doch zurück nach Berg. Es ist nachts und wir können was Neues lernen. So, schauen wir mal. Hier ist immer noch 70 Gewicht drin. Ja gut, ich habe noch ein paar Sachen nicht verkocht, ne? Tut. Dann doch zurück. Aber ein bisschen schneller jetzt unterwegs. Ja, was ist vorgesehen für heute? Vorgesehen für heute ist, die beiden Wachtürme noch zu machen. Dann haben wir nämlich ein... Ah ja, hinten müssten wir noch. Alte Windmühle. Gut, dann machen wir die Wachtürme und gucken mal, wie viel Zeit dann verstrichen ist und gehen sonst hinten nochmal auf der Seite, wo wir schon mal raus sind und gucken uns die anderen Sachen an. Und dann sind nur noch die größeren Sachen im Berg, beziehungsweise im Enmakerwald unerkundet. Wie zum Beispiel hier den Klüngel der Winde oder riesiger brennender Baum. Den muss aber mal einer löschen. Und die ganzen Sachen hier unten. Ja. So, oh, schöner Nachthimmel. Schön, schön. Ja,
Und der Mond hat einen eigenen Asteroidengürtel. Interessant. Gut. Warte mal, was wollte ich als erstes lernen? Rechts oben. Die besseren Runenwörter, ne? Dass sie noch Zusatzeffekte haben. Vielleicht macht die Falle dann ja noch was Zusätzliches. Und das Schwert. Das als allererstes werde ich das Schwert nehmen. Hier wollen wir mal Spickzettel rausholen. Mein Mäppchen. Das war übrigens ein ganz kleines, ne? Also so ein A5. Die gibt es auch in A5, die Dinger. Und ich fand, das ist, das war praktischer als so ein großes. Nicht die, die man aus der Schule kennt, sondern einfach ein kleineres mal zu nehmen. Warum gehe ich jetzt erst hier unten hin? Hat folgenden Grund. Sachen verkochen. Wenn man Sachen verkocht, dann sind sie länger haltbar. So, wir fangen an mit Meeresfrikassee. Und Pilzriegel. Marmelade. Eintopf. Nee. Die Ceviche. Nochmal. Nochmal. Gabernstulle auch gerne, ja. Mineraltee. Kann ich hier noch was? Kältesteine kann ich herstellen. Machen wir mal. Dann sind die nämlich auch mal mehr wert. So, und jetzt noch Mineraltee. Eigentlich bräuchte ich den nicht, weil ich das, wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Was habe ich nochmal? Reiseproviant können wir noch herstellen. Nein. Pikante Paste haben wir. Pikante Paste. Deswegen brauchen wir kein. Oh, der hat kein Geld mehr. Und eigentlich brauche ich auch nicht. Warte mal, was ist nochmal hier Licht? Grün-Blau. 3-1. Eigentlich brauchen wir auch nicht. Willst du was kaufen? Was wollte ich sagen? Krass, hab ich vergessen. Oh, warte mal, mir ist was eingefallen. Wir können hier ja bei Wie kann ich dir helfen? mal. Wo ist er? Da, Werkzeug zur Verzauberung von Ausrüstung. So, jetzt gucken wir mal, auf wie viel Geld kommen wir. Verkaufen. Nee, verkaufen wir nicht. Habe ich noch Salz? Ach, das wird hier nicht angezeigt, ne? Mist. Moment. Ich erhalte 8. So viel hat sie aber nicht. Dann gib mir mal alle Pilzriegel zurück und das Jerky. Einen davon. So passt's. So, wo kann man das Ding aufstellen? Achso, man muss wahrscheinlich erst was lernen dafür, ne? Salz habe ich noch, das heißt, gucken wir mal, ob wir nicht noch. Die Giftsachen, die Gift, diese, oh, wie heißen diese Pounches, diese grünen Pounches, Beutel, wie heißt das denn noch? Angriff Gift. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das echt nur Angriff Gift heißt. Aber gut, man lernt nie aus. Wie kann ich dir helfen? Also, erstmal Angriff Gift. Wie viel gibt das? 72. Dann können wir hier unten mal kaufen. Trübe Erinnerungen. Sturm. Regenbogenfluch. Niedergeschmetterte Wucht. Geschwindigkeit und Effizienz. Erster. Ägide. Die nehmen wir auch. Und ich zahle 3. Machen wir. Und jetzt muss ich die lernen. Und nu? Zauberungssockel. Wie funktioniert das? Auf dem Tisch liegt kein Gegenstand zum Verzaubern. Ja, ich kann ja auch nichts auswählen. Jetzt kann ich was auswählen. So, Tee verzaubern. Nichts geschieht.
Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Nichts geschieht. Okay, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Weiß nicht, wie es funktioniert. Keine Ahnung. Hä? Warte, warte, warte. Säulenplatzierung on, off, WN, WF. Ausrüstung. Typ, beliebige Rüstung, beliebiger Helm. Bedingung, Tag. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich leider nicht. Okay, gehen wir hoch ins Pflanzenzelt und schlafen eine Runde. So, wo ist es denn? Da vorne. Perfekt. So, wie spät haben wir denn? Ach, guck mal. Das ist ja gar nicht schlecht. Perfekt. Das mit dem Verzaubern muss ich mir nochmal angucken. Ah, jetzt sehe ich gerade gar nicht, ob der Dingens richtig drin ist. Warte mal kurz. Mal kurz was nachschauen. So, passt. Und zwar hatte ich den Audiomixer nicht gesehen. Es gab ja eine First-Folge, glaube ich, die nicht richtig aufgenommen wurde. Ist mir bei Skyrim ja auch schon mal passiert. Und wie kann ich dir helfen? Gib mir mal bitte mächtiger. Ja. So, 400. Ich konnte nur einen von beiden lernen. Ja, es ist egal, dann muss ich so. Mächtiger ist besser. Mächtiger ist besser. So, warte mal. 3-1. Das hat schon mal keinen zusätzlichen Effekt. 1-2. Weitere Widerstände plus. Ich glaube, das ist jetzt doch. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Sag ich mal. Die Harpune können wir verkaufen. Genau. Müssen ja noch gucken, wie wir die Taschen ein bisschen leerer kriegen. Haben jetzt. Ja, ja, ist okay. Ich pack mal die Tees alle hier oben hin. Meeresfrikassee haben wir wieder 10. Der kommt auch komplett in den. Den hier und das hier oben rein. So. So sollte das hinhauen, ne? Ja, passt. Kaltsteine kann ich verkaufen, genau. Kaltsteine kann ich noch verkaufen. Jetzt ist ja Bedingung Tag. Erfüllt. Schauen wir mal, ob wir auf dem Flatter-Ding hier jetzt was machen können. Nö. Keine Ahnung, wir. Ich weiß es nicht. Wie kann ich dir helfen? Kaufen? Sie hat wieder Geld. Wie kann ich dir helfen? Oh, schön. Mana kosten minus 20. Geschwindigkeit 5. Oh. Oh, warte mal. Geschwindigkeit 5. Wie kann ich dir helfen? Warte mal, das sieht gut aus hier. Hm. Aber erstmal, die Harpune kann weg, das kann weg. Die können weg, das. Ich habe nur noch eine pikante Paste. Dann sollten die Pilzriegel doch nicht weg. Was haben wir denn hier noch? Stolperdrahtfallen sind wichtig. Den brauche ich nicht. Kältesteine. 105. Fast haben wir den Hut. Ja, aber ich habe nichts, was ich verkaufen kann, ne? Nee. Ich könnte meinen anderen Hut verkaufen, das will ich nicht. Nee. Dann habe ich nichts. Ach, ich habe ja sogar genug Geld. Kaufe ich den? Ja, komm, kaufen wir. So, wo ist er?
Da. Und passt. So. Vorne raus, ne? Wachtürme. Wachtürme stehen an. Und jetzt kann ich auch die ganze Zeit mit dem hier laufen, weil der den gleichen Effekt hat, außer die Ausdauerkosten. Mana kostet minus 20? Also sind beide, okay. Ich dachte gerade, der hätte mehr. Ich dachte, der blaue hätte nur Mana kostet minus 5. 10. Das ist beunruhigend. Hast du auch was Neues? Nichts, was ich haben möchte. Wie sieht's bei dir aus? Was kann ich für dich tun? Ach ja, ich könnte jetzt hier noch so Sachen lernen, aber möchte ich das? Ne, ich ist alles für Bögen und ich benutze keinen Bogen. Ne. Ja. Dann mal los, ne? Die meisten Waffen und Rüstungen lassen sich auseinandernehmen. Ach ja, das weiß ich schon. Das ist im Überlebensmenü, kann man eigentlich fast alles kaputt machen. Wenn man es kaputt machen möchte. So. Die Falle. Rot-grün. Und mit dem Dingens... Ob der jetzt was taugt? Mal schauen. Erstmal machen wir uns jetzt auf zu den Wachtürmen. Ich hätte übrigens, falls sich jemand zurückerinnert, wo wir beim Konfluxgebirge waren. Ich hatte es übrigens in Erinnerung, dass... Mal kurz ein Schwert holen. Das ist rot-lila. Ich hätte eigentlich in Erinnerung, dass... Moment. Gibt Gegnern einigen Blitzschaden und gibt Licht ab. Nicht schlecht. Gut, das habe ich auch. Jetzt brauchen wir noch den. So, wenn ich jetzt Falle war, hier 3 und Geschoss war 3. 4. Ah, ich wollte. Falsch. So. Ich habe die Idee. Nahkampf, die Waffe ist ja jetzt stärker. Nein! Ah! Okay. Es hat einiges gekostet, aber ich hatte Schiss, dass er wieder wegrennt. Wunderbar. Und wir können ja auch mal Verbände nutzen, ne? Oh, ich habe ja 5 Mineraltees. Der gute Tee mit Sprudelwasser. Deswegen heißt er auch Mineraltee. Weil der mit Mineralwasser gemacht ist. Jam, jam, jam. So, du kleiner Penner, wirst jetzt nicht mehr weglaufen. Ich mache dich fertig. Oh! Nein! Ja! Wunderbar. Ja, das Schwert macht ein bisschen mehr Schaden, weil es halt noch Blitzschaden macht, ne? Und ich denke, so langsam sind wir mit den Runenzaubern auch gewappnet, den Golem im Konfluxgebirge nochmal irgendwann anzugehen. Das heißt, wenn es hier im Berg zu schwierig wird, weil im Berg im Emmerkawald zu schwierig wird, kann ja sein, dass hier noch stärkere Gegner sind, dann bewegen wir uns zurück nach Halbinseln. Und mit den Runen könnte ja auch sein, dass vielleicht die Bewahrer am Mana-Strom, an der Lebenslinie heißt es, glaube ich, dass die vielleicht noch was für uns haben. An Wissen. Oder vielleicht kann mir einer erklären, wie ich die Verzauberung machen kann. Von den Dudes. So, hier war die Fläche und der Turm ist da vorne. Da war ja so ein Banditenmenschenjäger, den wir noch erledigen mussten. Das war wichtig. So, noch kurz einen Schluck aus der Pulle. Wie lange halten noch die... Ach, noch richtig lange. Halten Genesung und dergleichen an. So. Jetzt machen wir mal über eben die Buffs neu. So, das haben wir jetzt alles.
Mana sieht noch ganz gut aus. Dann gehen wir mal runter. Donnerkrypta? Ich dachte, das wäre ein vergessener Wachturm oder verlassener Wachturm. So, Fallen sind sehr nützlich. Ja, Fallen sind sie richtig, richtig nützlich. Das Ding mag ich nicht. Das sieht eklig aus. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. 4-3 ist ja Falle. So, 4. 3. Geh mal in die Falle rein. 4. 3. So, dich locke ich auch rein. Komm, lauf den Weg hoch. Durch die Falle. Geh in die Falle rein. Wofür habe ich die denn gelegt? Drecksviech. Okay, warte mal. Damit wir agiler sind. Hey! Jetzt ist es vorbei. Der hat zu lange gebraucht. Wunderbar. Wunderbar. Also in die Falle wollen die wohl nicht. Die gehen wohl auch wie wir gerne auf Distanz, die runden Dinger da. Und deswegen mag ich sie nicht. Weil. Moment. Gigantenmantel. Den müssen wir uns draußen aber gleich angucken. Nicht hier drin. Kann ja noch was um die Ecken laufen. 8-Mana-Stein! Junge! What the fuck? Truhe und noch eine Leiche. Ich hab jetzt den Trank nicht angeguckt. Ach, da ist was am Blinken. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ein Hebel? Guck mal, blaue Bergblumen aus Skyrim. Hat wer mit rübergebracht? Cool. Mannerstein. Ja, damit. Wie hießen sie denn jetzt noch? Diese komischen Flatterviecher da. Die machen es ähnlich wie wir. Die wollen nicht auf das, auf Nahkampf gehen. Können es aber auch irgendwie nicht. Wir können es. Ist da vorne jetzt irgendwas aufgegangen? Nicht? Wo war denn dann der komische Dingens hier? Irgendwo hier den. Nö, hier scheint nicht zu sein. Dann ist er vielleicht für was anderes. Gut, raus hier. Wenn wir uns die Brigantenrüstung angucken. Die sieht heftig aus. Zumindest vom Model her im Inventar. Wenn du Gegner triffst, insbesondere mit schweren Waffen, werden sie umgestoßen und brechen ihren Angriff ab. Aber sie können auch dich umstoßen. So, Sekunde. Bevor wir uns die Brigantenrüstung anschauen. Das Umfeld erkunden. Und es sieht so aus, als wären wir allein. Perfekt. So ist es denn. Ach, das ist diese Banditenleutnant-Rüstung. Also die hat was, die hat echt Style. Schade, dass man die so spät findet, wenn man die hier schon hat. Die ist halt besser. Ja, wirklich schade. So, irgendwas fehlt mir. 2-1. Das Licht ist noch da. Ich hab's falsch rumgemacht. 3-1 war, glaube ich, Licht. Und 4-2 war Schwert. Alles klar. Ja, ich lerne. Der Spicker liegt hier noch, aber ich habe ihn nicht häufig benutzt. Ich lerne. Da oben ist noch ein Wachturm. Wie kommt man denn da hin? Gucken wir mal, ob man da irgendwo... Wobei, nee, ne? Könnte das ein Gebirgspass sein? Schauen wir mal. Glaube nicht. Hui. Moment. Halbinsel.
Heiligen Sümpfe. Sieht beides nach Wegen aus. Also hier sind wir reingekommen irgendwo. Entweder da vorne oder da. Ich gehe jetzt auch mal kurz da vorne hin. Aber ich meine, wir sind hier reingekommen. Ja klar, da sind wir reingekommen. Okay. Den zweiten Wachturm erreichen wir, glaube ich, nicht von hier unten. Da müssen wir, glaube ich, nochmal irgendwie hoch. Irgendwie hoch. Oder wir bräuchten Rudolf. Aber Rudolf ist leider geparkt bei den Stellen von Weißlauf. Und die können wir von hier aus nicht erreichen. Sondrück! Sorei! Komm schon. Wie erreiche ich dich? So nah und doch so fern. Ich brauche das mal kurz. Denn... ich brauche auch noch ein Thumbnail. So. Und das fand ich gerade mal gar nicht so schlecht. Gut, irgendwie werden wir dann außen rum müssen. Und eine Ausdauer ist schon ganz schön im Ass. Das nicht. Vielleicht kommt man hier hinten rum. Gucken wir mal. Das hier ist für Ausdauer. Ach ja, warte mal. Das ist Elixier des Überlebens. Mächtiges Gebräu, das Ausdauer und verbrannte Ausdauer wiederherstellt, sowie Schutz in heißen und eiskalten Umgebungen bietet. Das hört sich gut an. Gut, kommen wir hier den Berg hoch? Kommen wir nicht. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Da muss es woanders hochgehen. Vielleicht hier rum. Das ist eine Möglichkeit. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Laufen wir mal hin. Wechsel mal kurz zum Laufen. Auf den Hut. Denn der hat neben der Geschwindigkeit noch die Ausdauerkostenverringerung. So. Auf geht's. Hey, ging's zum Troll, der nicht da war, stimmt. Der Blödmann, der war bestimmt einkaufen. Oder verkaufen, deswegen hatten die Händler wieder so viele Sachen. Auch möglich. Vor allem so viele gute Sachen. Nämlich nichts, aber sie hatten Geld. Also war wohl einkaufen. So, hier müsste es jetzt, glaube ich, gleich in so eine Art Schlucht gehen oder in so eine Art Durchgang. Beim Vergessenen, genau, bei der verlassenen Siedlung geht, glaube ich, hier so eine Schneise rein. Da war ich neulich schon neugierig, hab mich aber gezügelt. Hier. Da, wo der Skorpion mit dem Schattenläuferhorn war. Gut, ich vermute, dass hier auch Gegner sein werden. Also wechseln wir mal auf den passenden Helm. Waffen wir uns auch mal durch hier. Noch so ein Viech. Was? Was ist denn das? Man kann halt leider die Leichen nicht untersuchen. Also man kriegt keinerlei Hinweise. Wie zum Beispiel toter Schattenläufer. Da oben haben wir noch was. Hundertprozentig muss das was sein. Was bist du? Leer.
Shit. Machen wir mal einen Blick übers Tal hier, ne? Ah, wieder Korallen. Alpha-Korallen und... heißen die überhaupt Korallen? Würde sagen, schon. So. Und wenn wir jetzt hier so einen von denen angreifen, dann ist der mad auf uns. Ach, das ist eine Falle. Oh, die hat mich trotzdem noch erwischt. Ah, meine Stabilität. Ah, das hat mich vorhin erwischt. Jetzt aber nicht. So, jetzt gucken wir mal eben. Das heißt, Alpha-Korallenhorn. Doch, ist richtig. Kollege Schmalspur, du bist sowas von tot. Bleib stehen! Ha! Und das ist ein Korallenhorn. Ich habe mich nicht vertan. Den anderen lassen wir mal in Ruhe. Es muss ja auch Nachwuchs geben. Sucht sich jetzt. Und wenn es, Hier ist die Schlucht. Entschuldigung, ich war gerade gedanklich auf drei Ebenen unterwegs und wusste nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hole mir nur eben das schöne Vorkommen hier. Eine reiche Eisenader. Wenn dort können... Bitte, 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 bitte. Ist nur ein Kieskäfer drin gewesen. Aber ist in Ordnung. Kieskäfer ist auch schon gut. Ich hatte eigentlich auf einen Edelstein gehofft. So ein bisschen Jade oder so. Gut. Da ist auch nochmal Eisen am Boden. Ja, damit. Dickes Öl. Wann gibt's eigentlich mal dünnes Öl? Den mache ich nicht. Den mache ich nicht. Vergiss es. Den lassen wir hier erstmal stehen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich muss mir jetzt nochmal genau überlegen, ob ich den mache. Muss ich mal noch einen Schlag drüber schlafen. Gut. Gucken wir mal morgen nach, ob wir dieses Monstrum hier angreifen wollen. Das sieht aus wie ein untoter Drache gemixt mit einem Schattenläufer, gemixt mit weiß ich nicht was. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.